Herzlich willkommen zurück bei Phantasmat. Und wir gehen jetzt die alte Lady besuchen. Die hat uns ja zum Tee eingeladen. Es kann eigentlich nur nett werden. Ah, welcome. Do come in. Oh, I knew you'd come, darling. I know how people work. Oh, let me guess. You'd like to know more about the hotel and town. Honey, who wouldn't? It is such an enticing place. What's more, no one knows it better. I was the wife of the town's mayor, you know, before he passed away, that is, poor soul. Come, sit. Let's have a cup of tea and chat for a while. What am I thinking? I don't have the full set. Honey, would you mind dropping by the kitchen for a teapot? And there should be a teacup in this mess somewhere. I haven't had guests in so long. I get so, so very lonely. Na wunderbar, jetzt lädt ihr uns zum Tee ein und hat gar keine Tasse und keinen Teapot. Ja, was? In der Küche? Küche klingt total gut. Nee, das war mein Zimmer. Da hinten ging es zur Küche. Und gehen wir erstmal da gucken. Jawohl, da kommen wir nämlich jetzt hin. Wollen wir doch mal gucken. Wir brauchen eine Ampulle, eine Bratpfanne, eine Kaffeemühle. Ja. Was brauchen wir alles? Guck mal, hier ist ein Teekessel. Brauchen wir den auch? Warum geht der nicht? Das ist doch ein Teapot. Ach nee, ist ein Wasserkocher-Dingens. Okay, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Nehmen wir doch das hier. Dann haben wir doch schon mal das Wichtigste. Nämlich die Teekanne. Was brauchen wir denn noch? Alter, hier liegt so viel Gerümpel. Muschelherz, Rosenkohl. Sehe ich. Okay. Ach Grundgütige, brauchen wir zufällig einen Seestern? Ja, brauchen wir. Das ist schön. Da ist die Bratpfanne. Muschel. Haben wir hier? Ein Herz. Warum muss ich hier immer Herzen suchen? Kann mir das mal einer erklären? Ist hier kein Herz. Jedenfalls nicht auf Anhieb. Okay, was noch? Tintenfisch. Hier. Ein Dolch? Schon wieder ein Dolch. Ein Salamander? Den sehe ich merkwürdigerweise, ne? Auf Anhieb. Eine Ente? Knack, 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 knack. Wo ist die Ente? Knack, knack, knack. Ente? Hallo? Ente? Man muss doch hier eine Ente sehen. Eigentlich doch sofort, oder? Ich sehe gar nichts. Nochmal von vorn. Eine Ampulle. Das ist eine Flasche. Okay, Flasche geht nicht. Ist das hier der Dolch? Nö, natürlich nicht. Ist nur ein doofes Messer. Kaffeemühle. Das da? Ah, das war die Ampulle. Ach so. Ah, aber hier ist das Herz. Da ist die Ente. Knack, knack, knack. Kaffeemühle und Dolch. Ach, du ahnst es nicht. Hier ist die Kaffeemühle. Und wo haben wir den Dolch? Ich steche dir den Dolch mitten ins Herz, das ich schon gefunden habe. Brauche ich nur noch den Dolch. Ist das hier der Dolch? Nö. Ja. Da, Alter, immer im Fenster. Ist doch eine Frechheit. So, eine sehr stilvolle Teekanne aus Porzellan. Ich vermute, man hat auch hier einmal Teekannen benutzt. Das ist ja eine unglaublich intelligente Vermutung. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal die Kanne. Dann nehme ich doch mal an, dass wir hier, hoffe ich doch, die Tasse finden. Jawohl, Teetasse muss hier irgendwo sein. Ich sehe sie schon da. Wir können gehen. Ein blaues Lesezeichen. Was ist das hier? Das ist eine blaue Kette, ne? Hier, da, nehmen wir doch das hier. Eine verdächtige Flasche? Was ist denn eine verdächtige Flasche? Ah, ja. Eine verdächtige Flasche. Eine Olive? Das soll hier sind Pflaumen, ne? Ja, sind keine Oliven. Braunes Puder. Ach Gott, Leute, bitte. Hier Puder? Ne, hier Puder, da. Eine verdächtige Flasche. Ist das die hier hinten? Was ist denn an der Flasche verdächtig gewesen? Eine weiße Lilie. Eine weiße... Weiß? Wo haben wir denn hier überall was Weißes? Da. Ne, ist ein Schmetterling. Verdammt. Eine weiße Lilie.
Die da. Ha. Blauer Mascara könnte das hier sein. Eine schwarze Feder. Könnte in irgendwas Schwarzem versteckt sein. Eine Landschaft? Jetzt eine Landschaft? Da. Ha. Alter, ich bin so gut, ey. Eine Spinne, die habe ich doch schon gesehen. Schmetterling, da unten, den hatte ich doch auch schon. Und ein Rubinring könnte das hier sein. Brauchen wir nur noch eine schwarze Feder. Und die Olive, die ist hier im Haar. Ich dachte eben erst, es wäre die schwarze Feder, aber nein. Hier ist eine rosane Feder. Geht die auch, wenn wir die einfärben? Oder die hier? Na komm, also, schwarz ist aber was anderes, ne? So, eine Teetasse aus Porzellan. Von einer Staubschicht einmal abgesehen, ist sie in Ordnung. So, let's have tea time. Tea time? Ach so, ich muss auch noch anrichten. Okay, dann warte mal ab. Thank you, honey. Now we just need that teapot from the kitchen. Ja, was für ein Zufall, habe ich doch schon dabei. Oh, thank you so much, darling. I'm just so forgetful these days. Come, let's have a tea party, just like the old days. You know, I used to have guests every Saturday. No, not here, dear. In our downtown residence. I miss it so much. Everyone important was invited. They'd all admire our house. And me. Oh yes, I used to be a real beauty. Just look at those photographs. Men would do anything for me. Ah, but that's all in the past. The past, the present, the future. Somehow, they all melt together, just like the sugar in our tea. Oh my, I just remembered something. I used to be rather good at reading fortunes. Oh, and I'd love to read yours, sweetheart. What do you say? I, for one, would have done things differently if I had known the consequences. Let's begin. It's really quite simple. Just focus on the symbols on the cards. Now, open your mind and look deep into your cup. If you see something, quickly pick the card that looks the most like it. Alter, jetzt hier, was brauche ich? Oh Gott, das da, ne? That's interesting. Okay, zwei Punkte und ein Kreis. Das da? Yes, yes. Was ist das? Zwei Hörner mit irgend so einem Ding drin? Alter, jetzt liest die mir hier echt die Karten. Wo ist denn das? Halt! Nein! Oh, verdammt. Ich war zu langsam. Verflixt. Jetzt brauche ich irgendwas, was aussieht wie ein Auge. Das da? Ich habe keine Ahnung. Jetzt brauche ich dieses Ding nochmal. Ah, Panik, Panik. Ja, schön, das You See, You See. Was ist denn das für ein wildes Zeichen? Das da. Alter, hier muss aber verdammt schnell sein. Gleich haben wir alle Karten durch, Mädchen. Okay. Nee, der will echt, dass ich alle Karten umlege. Ja, I see. Oh Mann, ey. Viereckiges Ding? Yes, yes. Ach, und gütiger. Was? Da. Okay. Jetzt brauchen wir das. Okay, es wird weniger. Es lichtet sich. Die ist voll giftig, die Alte. I see. Yes, yes. Ja, ich hab's gleich. Okay. Und das letzte schaffe ich auch noch jetzt, ne? I see. Good. Now, let's see what the future holds for you. Oh, now that is most interesting. I see a chain. A door. A maze with no exit. You are trapped in the past. Your future. Taken away from you. Locked away. I see a trap. It's about to close, and you don't have much time left. I see... Oh my, honey.
I think you'd better get used to our lovely hotel, because it looks like you're going to be here for a while. Oh nö, ne? Was ist jetzt mit dem Tee? Ich habe genug von der Wahrsagerei. Ich dachte... Alter! Ich dachte, wir trinken Tee. Ach, guck mal, hier kann man noch was anschauen. Das Wetter ist genau wie in einem Horrorfilm. Finster, stürmisch und fies. Ah. Also wenn sie das war, sah sie aber wirklich mal sehr hübsch aus, ne? Sie ist wunderschön, aber ihr Blick wirkt so kalt. Eine wunderhübsche junge Frau. So hat sie wohl früher einmal ausgesehen. Gruselig. Ja, was mache ich jetzt? Ich sollte mich ja eigentlich auch noch ausruhen, ne? Ja, okay, ich kriege hier keinen Tee mehr. Ist ja doof gelaufen. My dear, wait. There's something you should know before you leave. There's an old road in the forest leading to a crossroad. From there you can reach the ruins of the town and also the highway. I'll tell you how to get there. It's so easy to lose your way. Go back to the old shack in the forest and take the path to the left. On the first split, go left and then go right. Then go left 2 times and finally turn right. If you forget these directions, you'll know where to find me. Ja, wunderbar. Und ich habe es wieder nicht aufgeschrieben. Was ist jetzt schon wieder? Wird mir jetzt schon wieder schwindelig hier? Also ich habe hier ganz offensichtlich Visionen. Genau, noch eine Vision, als ob mir dieser Ort etwas mitteilen möchte. Aber sie hat uns jetzt den Weg durch den Wald gesagt, den ich natürlich wieder nicht aufgeschrieben habe. Habe ich den denn hier in meinen Zielen jetzt auch drin? Ach, cool. Nee. Doch. Die erste, Moment, ist das die erste Angabe? Nee, ne? Das ist jetzt das von ihr. Beim ersten Mal war es rechts, rechts, links, rechts, alles klar. Moment, ich muss mir das aufschreiben. Also links, rechts, links, links, rechts. Okay, hab ich. Aber ich sollte mich doch eigentlich ausruhen. Okay, ich zisch mal hier ab. Wir sollten ja auch das Mädchen da treffen. So. Okay, hier bin ich richtig. Hier ist ein Wimmelbild. Und dann links, also dann da rein. Ach, Waldlabyrinth, alles klar. Okay, gucken wir erstmal nach dem Wimmelbild. Was brauchen wir denn hier alles? Benzinkanister, Täschchen, Waschbrett. Drehen. Lustig. Täschchen haben wir hier. Waschbrett haben wir da. Benzinkanister sehe ich hier. Das war gar nicht das Waschbrett eben. Was war denn das? Ach, das war eine Zither. Okay, kein Waschbrett. Eine Zither. Na gut, was noch? Korb, Lampe, Tomate. Tomate haben wir da. Da ist der Korb. Vom Rotkäppchen. Und wir brauchen eine Lampe. Warum leuchtet die nicht einfach? Dann hätte ich sie doch schon. Eine Lampe. Da, nehmen wir die. Brokkoli. Da. Eine Harke. Ist das die Harke? Jawohl. Ein Steckbrief. Hier ist unser Waschbrett. Steckbrief hier. Besen und schon wieder ein Vorhängeschloss. Da ist der Besen. So, und jetzt find noch mal einer das Vorhängeschloss. Na, supi. Oh, komm. Ey, Vorhängeschloss. Drehen. Ey, Vorhängeschloss. Vorhänge. Da ist der Käse. Wie wär's damit? Nee, willst du nicht? Vorhängeschloss. Vorhängeschloss. Das ist ein Brief. Knoblauch. Gegen die Vampire. Da. Da haben wir doch alles gefunden. Was bekommen wir denn hier jetzt?
Den Benzinkanister. Ein Kanister Benzin. Was für ein Pech, dass ich kein Auto mehr habe. Doch, ich habe ein Auto. Es ist nur leider im Eimer.